Bianca Ahrens. Seit 2002 spielt sie Wasserball beim SV Bayer Uerdingen. Und sie spielt nicht einfach nur Wasserball, sie lebt das Ganze. Also ich habe viele verschiedene Sportarten ausprobiert und Wasserball hat mir im Endeffekt am besten gefallen. Man ist nicht alleine, also man hat immer jemanden, der hinter einem steht und die Mannschaft ist wie eine große Familie einfach und ja, das gefällt mir einfach total gut. Und das münzt sie um in gute Leistungen. Schon seit 2004 ist sie auch Nationalspielerin, aber besonders in heimischem Wasser hagelt es Erfolge. Die wichtigsten Erfolge, einfach, dass wir das Double wieder nach Hause geholt haben, dass wir Pokalsieger geworden sind und dass wir halt Deutscher Meister wieder sind. Dann, dass wir auch so eine ganz junge Mannschaft haben, wo wir alle Jugendspieler integriert haben. Das sind halt für mich die größten Erfolge. Die Mannschaft, das Team, das ist für Ahrens der Star. Am liebsten ist sie mit allen zusammen nominiert. Weil wir so viele gute Talente haben und so viele gute Spieler. Und dass gerade ich dann nominiert werde, war das schon für mich eine Überraschung. Weil wir sind halt jede Menge Leute. Also wir sind im Kader 18 Leute und jeder ist gut. Und da hätte ich es jeden treffen können eigentlich. So, genug alle anderen gelobt. Kommen wir nochmal zu Bianca Ahrens. Überlassen wir das Lob aber einfach den Trainern. Ja, die Bianca ist einfach eine Spielerin, auf die man sich immer verlassen kann. Die ist immer hundertprozentig da beim Training. Sie gibt immer alles. Und sie hat halt, bringt alles mit, was eine Torfrau braucht. Sie ist schnell, sie spielt mit, sie steht stark auf den Beinen und ist ein absolut wichtiger Rückhalt für die Mannschaft. Und sie springt und schwimmt weiter im Training und im Spiel. Aber Moment, eine Frage muss noch geklärt werden. Springen? Im Wasser? Also am Anfang, wie gesagt, machen wir Wassertreten und wenn wir halt springen wollen, dann machen wir eine Brustgrätsche mit Unterstützung der Arme. Ja genau, wie wenn man Brust schwimmt, wie so ein Frosch. Ah, okay, wie so ein Frosch. Und beim SV Bayer Uerdingen ist man natürlich froh, dass dieser Frosch hier ist und auch gar nicht ans Weggehen denkt. Okay, könnte sie aber wahrscheinlich auch nicht. Nee, die würde ich niemals abgeben.